Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer Spielerkarriere mit Jan Zentrale. In der letzten Episode haben wir ein überragendes Spiel hingelegt. Wir sehen es ja nochmal mit unserem Dreierpack. Einfach unfassbar, wie gut wir da gespielt haben. Und wir haben auch endlich mal wieder als Mannschaft einen Sieg geholt. Jetzt ist unser nächster Gegner allerdings hier Antwerpen. Das ist natürlich eine richtig schwere Partie. Da müssen wir wirklich eine absolute Topleistung hinlegen wieder, dass wir da irgendeine Chance haben. Und wir müssen auch als Spieler natürlich unsere Mannschaft so ein bisschen tragen. Dürfen dabei natürlich dann aber auch nicht überpacen und einfach direkt alles in die erste Halbzeit quasi reinlegen. Und dann sind wir in der zweiten quasi platt oder so. Das darf auch nicht passieren. Das ist ein schweres Spiel. Ich würde sagen, wir starten rein. Stehen natürlich wieder in der Startformation nach der Leistung im letzten Spiel. Schau mal, was wir gegen den Tabellenzweiten machen können. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zum nächsten Spiel für uns in der Pro League in Belgien. So langsam neigt sich auch hier die Saison tatsächlich auch irgendwie dem Ende entgegen. Das heißt auch für uns natürlich heißt es, am Ende der Saison geht es zurück nach Liverpool. Wir brauchen jetzt also, wenn wir uns da durchsetzen wollen, weitere gute Leistungen. Ziele für heute ganz klar, 7,5er Bewertung. Das dürfte auf jeden Fall im ganzen Spiel möglich sein. Ein Tor, eine Vorlage. Oder eine Vorlage eben, ja, mal gucken. Und da Ballbesitzquote, das kannst du eh vergessen. Also ich würde auf jeden Fall, wenn auf die Bewertung gehen, das ist das, was wir am ehesten schaffen. Oder halt die Tore, aber ja, Ballbesitz nie im Leben. Im Übrigen spielen wir heute gegen die beste Abwehr der Liga. Gerade mal 12 Gegentore haben die hier bisher in 22 Spielen bekommen. Das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Jetzt haben wir hier den Ball, gehen vorbei, legen das Ding rein. Kommt unser Spieler leider nicht ran. Aber bisher ist das eine überragende Partie von unserer Mannschaft. Also wir sind hier tatsächlich die bessere Mannschaft und das in einem Spiel, wo wir klare Außenseiter sind. Jetzt kommt hier aber auch Antwerpen mit der ersten Möglichkeit. Aber unser Keeper ist da und hat keinerlei Probleme, diesen Ball am Ende zu halten. Jetzt hier vielleicht mal eine Abschlussmöglichkeit. Guter Abschluss von uns. Der erste im gesamten Spiel, der überhaupt mal aufs Tor geht. Richtig gut gemacht. Aber der Keeper ist da und hält den Ball hier. Aber gibt immer noch mal eine Ecke. Jetzt kommt hier aber Antwerpen. Nächste Riesenmöglichkeit. Wieder ist der Keeper da. Also auf beiden Seiten häufen sich jetzt so ein bisschen die Chancen, ohne dass es wirklich ein Tor bisher gab. Bei außen haben wir jetzt sehr viel Platz, brechen jetzt hier durch. Der Lauf hat gestartet bei uns in der eigenen Hälfte. Wir gehen vorbei. Wieder ist der Keeper da und in der Mitte war leider keiner, den man anspielen konnte. Riesenmöglichkeit. Wir gewinnen hier den Ball, holen uns den und jetzt mit Tempo vielleicht am Verteidiger vorbei. Torhüter kommt raus, ein bisschen spät eigentlich. Und dann lupfen wir das Ding hier rein. Was ein Tor. Richtig schön gemacht. Man merkt, das Selbstbewusstsein ist einfach da. Dann klappen auch solche Kunststücke. Eigentlich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Und dann eigentlich in einer Situation gewesen, wo der Keeper da ist. Aber dann der Lupfer perfekt über den Torhüter ins lange Eck. Der Verteidiger kommt auch nicht mehr ganz ran. Und wir treffen auch hier heute wieder. Und das natürlich auch auf eine richtig, richtig schöne Art und Weise. Und wir liegen vorne in dem Spiel, wo wir klare Außenseiter sind. Das ist auch sehr, sehr nice. Aber Antwerpen sucht hier die schnelle Antwort noch vor der Halbzeit. Finden sie aber zum Glück nicht. Aber wir sind schon weit drüber, was die Nachspielzeit angeht. Trotzdem will der Schiedsrichter hier noch die Ecke ausführen lassen. Aber nach der Ecke müsste er dann eigentlich hier auch die erste Halbzeit abpfeifen. Jetzt müsste er eigentlich langsam mal die Pfeife betätigen. Jawohl. Halbzeit vorbei. Und wir führen mit 1:0 gegen Antwerpen. Die sind immerhin Zweiter. Das ist eine große Überraschung, kann man schon sagen. Aber ey, wir machen wieder ein richtig gutes Spiel generell. Aber unsere ganze Mannschaft bisher mit einer guten Hälfte. Man muss aber auch sagen, man hat es häufiger mal bei unserer Elf gesehen, dass es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut läuft. Also eventuell müssen wir nochmal aufpassen. Aber alles in allem, bisher ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass es so in der zweiten Halbzeit bleibt. Möglichkeit jetzt hier. Schöner Pass von uns auf unseren Stürmerkollegen. Erste Abschlussmöglichkeit hier in der zweiten Halbzeit. Von Antwerpen kommt bisher tatsächlich nicht so viel. Also es sieht immer noch alles relativ gut aus, wenn wir denn so weiterspielen. Und damit ist das Spiel hier aus. Wir gewinnen mit 1:0 gegen Antwerpen. Ein Spiel tatsächlich mit wenigen Highlights, aber natürlich einem richtig schönen Tor von uns. Das haben wir wirklich hervorragend gemacht. Und wir gewinnen hier tatsächlich ein Spiel, was ich nicht erwartet hätte, dass wir gewinnen. Vielleicht ist das hier der Startschuss nochmal mit Ostende auch ein bisschen aufzuholen, was die Tabelle angeht. Aber man muss halt trotzdem festhalten, wir haben, glaube ich, nur ein Ziel erreicht von drei. Weil Spielerbewertung 8,8 ist nicht das optimierte Ziel, sondern wenn überhaupt das normale Ziel. Weiß jetzt nicht wie, tatsächlich, wie das ist, wenn wir das optimierte erreicht, nicht erreichen, aber das normale erreicht hätten. Das schauen wir uns einfach gleich mal. Aber alles in allem war es trotzdem ein gutes Spiel von uns. Tatsächlich erreicht man dann auch 2 von 3 Zielen. Also dementsprechend, wir haben es geschafft. 2 von 3, wieder plus 15, sind immer noch kleiner Start. Wir sind wieder mal Man of the Match geworden. Also die Trophäen können wir langsam wirklich sammeln. Also so alles in allem war das trotzdem natürlich eine hervorragende Partie. Und diese Energie wollen wir natürlich direkt ins nächste Spiel mitnehmen. Es geht hier gegen Gent. Die sind auf Platz 9, also wieder relativ
ein Gegner, wo wir sagen, das ist eine Augenhöhe jetzt eher. Aber wir haben gerade gegen eine Mannschaft gewonnen, die deutlich über uns eigentlich ist. Also dementsprechend, wir sind gut drauf. Ich hoffe, dass wir auch gegen Gent hier was mitnehmen können. Denn in der Tabelle sind wir tatsächlich ein bisschen geklettert, sind jetzt schon auf Platz 7 und da geht auch noch ein bisschen mehr. Und damit jetzt hier herzlich willkommen zum nächsten Spiel in der Liga. Wie schon angesprochen, eben gegen Gent. Ich hoffe, dass wir hier auch noch eine gute Leistung hinlegen. Bin aber guter Dinge. Wir sind super in Form. Gerade wurde es eben nochmal eingeblendet. Wir haben in den letzten 3 Spielen 5 Tore gemacht. Ich denke, das wird uns auch heute wieder gelingen. Dribbling-Erfolgsquote, das dürfen wir auf jeden Fall schaffen. Das habe ich eigentlich fast noch nie nicht geschafft. Niederlage verhindern, gut, das muss man halt immer mal gucken. Und Spielerbewertung von 8,5. Ich würde tatsächlich sagen, wir optimieren die Dribblingquote. Das ist das, wo ich sage, das schaffen wir eigentlich vermutlich normalerweise schon. Der erste gute Angriff gehört hier aber direkt mal Gent und sie gehen mit 1-0 Führung. Richtig schöner Abschluss, nicht zu machen für unseren Torhüter. Das Spiel hat gar nicht so richtig angefangen. Wir liegen schon hinten, 6 Minuten gespielt. Das ist natürlich der Start, den wir uns hier auf gar keinen Fall erhofft hatten. Aber man kann es nicht ändern. Jetzt muss natürlich eine Reaktion von uns kommen. Wir müssen aufwachen und hoffentlich selber auch ein bisschen aktiver werden. Weil das hier war natürlich schon sehr passiv, sehr viel Platz und ein guter Abschluss. Jetzt hier eine Möglichkeit für uns. Mit Tempo gehen wir da vorbei. Abschlussmöglichkeit. Wieder mal mit links. Mit dem schwachen Fuß machen wir hier den Treffer. Und wir treffen also auch im nächsten Spiel. Also jetzt sind wir wirklich heiß gelaufen. Wir treffen hier quasi jetzt in jedem Spiel, was wir spielen. Und das war wieder richtig schön gemacht. Wir haben übrigens erst außen den Ball gewonnen tatsächlich. Dann sind wir hier reingezogen. Und dann machen wir das Tor. Richtig schön gemacht. Wir kriegen jetzt hier den Ball im Strafraum. Drehen uns rum und jagen das Ding ins kurze Eck. 2:1, 18. Spielminute. Was ist denn mit Jan Zentrale los? Der Typ rasiert. Jetzt die belgische Liga. Lange Zeit mit der Verletzung, richtig Probleme gehabt, aber jetzt sind wir einfach da. Schön mit der Verteidiger umgedreht, kurzes Eck. Keine Chance für irgendjemanden. Aber auch Gent kommt hier und sie machen den Ausgleich. Offensiv ist das Team wirklich gut von uns, aber defensiv sind die halt wirklich einfach schlecht. Es ist unglaublich, wie einfach die hier Tore zu lassen. Und somit steht es jetzt hier 2:2. Aber das Spiel wippt hier hin und her. Das kann in beide Richtungen ausgehen, aber das ist halt einfach scheiße. Das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Wieder kommt Gent. Das war unser Keeper da, aber defensiv ist das einfach schlecht verteidigt. Wir müssen mehr Tore schießen, wenn wir das Spiel heute gewinnen wollen, habe ich das Gefühl. Nochmal ein Ball auf uns. Richtig guter Abschluss. Leider ist wieder der Keeper da. Also beide Mannschaften hier mit Möglichkeiten, also beziehungsweise wir und die Gegner mit Möglichkeiten, muss man genauer sagen. Unsere Mannschaft hat eigentlich nicht so richtig viele Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeit hier aber nochmal Gent. Und der muss drin sein. Glück für uns, dass es beim 2:2 bleibt. Also beide defensiv rein, haben so ihre Probleme, das kann man glaube ich festhalten. Alles in allem ist aber noch alles möglich für die zweite Hälfte. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich hier noch was mitzunehmen. Nochmal bekommen wir hier den Ball, gehen vorbei und machen das Tor. Das dritte Tor in diesem Spiel für unser Team machen auch wieder wir. Wir machen wieder einen Hattrick. Also ja, die Form aktuell ist unfassbar gut. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist auch das, was Jürgen Klopp sehen will. Der weiß natürlich auch, wir haben da ein junges deutsches Talent. Das spielt in der belgischen Liga. Das muss was zeigen, wenn es nächstes Jahr eine Chance haben will. Und genau das tun wir hier. Wir rasieren die belgische Liga und wir gehen hier tatsächlich wieder in Führung. Jetzt ist die Frage, 20 Minuten sind noch zu spielen. Was wird hier noch passieren? Guter Pass hier von uns raus. Ganz viel Platz für unseren Mitspieler und der legt rein. Und es steht 4:2. Das ist die Vorentscheidung. Das Spiel ist entschieden. Wir gewinnen das Spiel hier. Und dann können wir uns jetzt auch getrost auswechseln lassen. Das ist nämlich mein Plan gewesen, dass wir jetzt rausgehen in der 75. ungefähr. Denn ich muss sagen, wir haben alle Ziele erreicht. Und wir sind relativ kaputt. Wir sind nämlich nicht ganz fit. Ich glaube, nur mit einer 87er, mit einem 87er Fitnesswert ins Spiel gegangen. Das heißt, jetzt ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir dann ein bisschen Pause kriegen und fürs nächste Spiel wieder hundertprozentig fit da sind. Und wie gesagt, wir haben eine überragende Partie gespielt und alle Ziele wurden hier erreicht. Und genauso ist es jetzt auch hier. Wir werden ausgewechselt. Somit werden die letzten 15 Minuten jetzt hier simuliert. Und das Spiel endet hier tatsächlich am Ende 4:2. Sehr, sehr gutes Ergebnis für uns. Wir mit einem Dreierpack, also überragende Leistung. Haben uns ja am Ende sogar die 10-0 geholt als Bewertung. Also das ist einfach überragend. Auch hier sind natürlich nochmal alle Ziele erreicht beim Trainer. Absolut oben auf. Also wirklich überragender Spieltag. Unser nächstes Spiel steht hier an gegen Brügge. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt mal ein Spiel schnell simulieren. Wir haben jetzt 2 Spiele schon gespielt. Ich denke, dafür, dass wir jetzt wirklich komplette Spiele spielen, um einfach ein bisschen voranzukommen in dieser Karriere, werde ich jetzt mal ein Spiel schnell simulieren. Das Ganze tun wir. Ja. Das werden wir und wir gewinnen sogar mit 1:0, machen selber allerdings keinen Treffer, haben am Ende eine 6:1 nur, holy shit.
Wann wurden wir denn ausgewechselt? Ja, zur Halbzeit. Wow, okay. Simulieren werde ich nicht mehr. Das wird uns ein bisschen zurückwerfen, was die Form angeht. Aber im Endeffekt, naja, ist ein Spiel. Und wir haben gewonnen. Im Übrigen können wir uns hier mal die Torjägerliste der belgischen Liga angucken. Und wir sehen, wir sind auf Platz 3 mit 13 Treffern. Der Beste hat halt 16, aber der hat auch 26 Spiele. Also 7 Spiele mehr als wir. Da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wenn wir diese 7 Spiele gemacht hätten und nicht verletzt gewesen wären, dann wären wir hier vermutlich ganz klar auf Nummer 1. Und ja, von unserem Team ansonsten ist ja auch keiner zu finden. Also wir sind schon der überragende Mann dieser Mannschaft. Und auch in der Tabelle sieht es hier richtig gut aus. Wir sind hier mittlerweile auf Platz 6 vorgerückt, einen Punkt hinter Charleroi, ein Punkt. Das ist halt machbar. Und wir könnten tatsächlich sogar noch in die Top 4 kommen. Das wäre natürlich das absolute Traumziel, kann man ganz ehrlich sagen. Da wollen wir eigentlich hin, um dann in die Playoffs eben zu kommen. Aber auch alles andere ist bisher eine sehr, sehr gute Saison. Wir kommen so langsam so ein bisschen besser rein. Und vor allem wir als Spieler natürlich richtig, richtig gut. Wir können ja mal gucken, unsere Form ist großartig, wir sind absolut fit, haben 20 Spiele gemacht, 14 Tore, 3 Vorlagen. Ein bisschen an unseren Vorlagen sollten wir eventuell noch arbeiten, da fehlt es ein bisschen, aber das können wir dann in den nächsten Trainingseinheiten hier auf jeden Fall mal angehen. Und ansonsten stehen wir kurz vor dem neuen Level, dann können wir uns wieder auch ein bisschen besser verbessern, was unsere Gesamtstärke angeht. Eventuell schaffen wir dann die 75, aber das Ganze werde ich, denke ich, alles in der nächsten Folge dann angehen. Ich denke, wir haben genug gemacht für diese Episode. Ich schaue mal, dass wir dann in der nächsten Episode auf jeden Fall schaffen, uns dem Ende dieser Saison eventuell zu nähern. Mal gucken, wie viele Spiele wir machen. Aber so langsam oder kommen wir ja dem Ganzen näher. Aber jetzt würde ich sagen, war es an dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Denn dann sehen wir uns auch das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale.